Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Das Requiem der Detektive mit Kapuze, Crabshig und Grants. Hallo. 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 Den ersten Fall haben sie ja dann doch noch gelöst am Ende. Knapp. Komm, ich weiß. Aber Crabs war es gewesen am Ende. Aber alle haben ihre Fähigkeit noch. Das gibt natürlich dann hier besonders viele Möglichkeiten, das Ganze schneller zu lösen. Und wir fangen einfach mal an. Eure Kontaktperson am Telefon ist sehr aufgebracht und erzählt euch von diesem äußerst unglaubwürdigen Vorfall. Fataler Freiheitsdrang. Zwei Männer lagen mit zerschmetterten Knochen inmitten von Abfall. Der Mann am Telefon ist mit den Nerven am Ende und möchte auflegen, um den Schock zu verdauen. Was tut ihr? Versucht ihr, den Mann zu beruhigen, um wenigstens weitere Informationen zu erhalten? Oder macht ihr euch umgehend auf den Weg, um ihn vielleicht noch vor Ort anzutreffen? Schwere Frage. Habst du das nochmal in TeamSpeak, also dann die ja, das die kommt jetzt. Ja. Also rein theoretisch würde ich jetzt sagen, den sollte man sofort versuchen zu beruhigen, denn da ist es noch frisch. Wenn er so lange warten muss, bis wir da sind, dann hat er vielleicht schon wieder ein paar Sachen vergessen. Vielleicht hat er aber schon lange aufgelegt und dann kriegen wir gar keine Antwort mehr. Vielleicht wollen wir sagen, Dude, und dann bip, legt auf. Kann das sein? Das wäre so ein typisches Dalu-Ding, definitiv. Nee, er hat aufgelegt, ihr habt überhaupt keinen Hinweis. Das kann ja echt sein, so dass wir... Ja gut, stimmt, das kann auch sein. Aber ich würde auch schon fast sagen, dass man ihn eigentlich möglichst schnell befragen sollte, weil ja, dann die Erinnerung vor... Was sagt Shigo? Oder aber er steht so unter Schock, dass er gar nichts sagen kann. Man müsste eh erst warten. Ja. Das wäre schlecht. Ja. Schwierig. Können wir ihn foltern? Er ist am Telefon, wir wollen ihn foltern. Wir können schnell hin und dann lass foltern, lass Kapuze damit er schnell ans Telefon gehen. Also, welche Idee nehmt ihr? Ja, dann fragen wir gleich am Telefon, oder? Ihr fragt ihn direkt am Telefon. Der Mann ist einfach zu geschockt, um einen klaren Satz rauszubekommen. Er nuschelt folgende Worte vor sich hin. Sowas gibt es doch sonst nur im Film. Ihr seid dran. Angefangen bei Krabs, er hatte gewonnen. Er hat es als erstes gelöst. Ich habe ihm die Brücke gelegt. War, das hätte ein Kindergartenkind gewusst. So. Teamwork ist das. Ich teame, ihr worked. Inmitten von Abfall. Befindet sich besagte Person mit zerschmetterten Knochen inmitten von Abfall in einem Abfallbehälter? Nein. Oh, was? What? Da haben wir schon mal die richtige... Die wollten einen Engel machen, einen Müllengel. Und dann geht's weiter mit Shigo. Zeit gelöst. Also Reihenfolge wie letztes Mal. Also in keinem Abfallbehälter, aber auf einer Müllhalde? Ja. Okay. Das Ganze erinnert mich ja, also sonst nur im Film und fataler Freiheitsdrang. Waren diese zwei Männer, sie durften sich aber frei in der Welt bewegen, so legal und so. Nein. Aha. Grand Sur. Achso, ja, stimmt, das war ja nein. Nee, weil ich war gerade so mit meiner Kamera beschäftigt, weil ich mir schon gedacht habe, dass das nämlich Knackis waren. Ich habe ja hier noch so eine Bezugsperson am Tatort, den würde ich auch noch mal gerne hier ein bisschen Infos entlocken. Ben Joker. Die Bezugsperson sagt dir, dass die Kleidung kaum zu erkennen ist, aber euch fällt auf, dass beide circa dasselbe getragen haben müssen. Ja. Alles klar. Okay. Also dürfen wir davon ausgehen, dass die beiden Opfer im Gefängnis gesessen haben? Ja. Okay. Was du besser bedenken musst, ist, dass die Klamotten kaum zu erkennen waren. Da fragt man sich, warum? Weil es halt, sie wurden auch zerschmettert. Es wäre komisch, wenn da alles zerschmettert wäre. Mit zerschmetterten Knochen. Das muss nicht zwingend heißen, dass ich die... Ich gehe mal davon Blut? Über, dass der entweder eine... Wonach suchen wir eigentlich genau? Nach dem Grund, wie sie gestorben sind. Ich denke mal, die Personen werden irgendwie im Gefängnis gesessen haben und die haben ja spezielle Arbeitsplätze und weiß ich nicht, die waren... haben irgendwie gearbeitet, haben sich dann im Abfall versteckt, wurden in den großen Müllwagen reingeklappt, zerquetscht und sind dann gestorben. Ja? Das ist irgendwie viel zu einfach. Das ist so nicht richtig. Okay. Aber fast. Die richtige Antwort stimmt. Okay. Die beiden
Sind die beide waren Häftlinge. Ja. Die beide wollten ausbrechen. Ja. Sind sie ja offensichtlich dann auch. Ja. Dann beide hatten sie den Plan, brauche ich es nicht sagen. Du kannst sie noch fragen, ob sie irgendwie noch gefesselt waren und sie das deswegen dort waren. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es war ein Unfall offensichtlich. Also die wurden jetzt nicht umgebracht. Es war ein Unfall. Ja. Okay. Ich meinte eigentlich, um sich von ihren Handschellen zu befreien, Kapuze. Das glaube ich nicht. Also ich gehe jetzt eigentlich. Ja, aber nicht durchgehend Handschellen an, wenn sie. Ja, das stimmt schon. Aber ja, okay. Na, okay, ich gehe davon aus. Irgendwie habe ich Wäscherei im Kopf, aber ich möchte nichts. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie so denke ich. Ich gehe davon aus, dass die beiden ausbrechen wollten und dann sich dadurch der Unfall dann passiert ist, richtig? Ja. Okay. Die beiden haben zusammengearbeitet, da gehe ich davon aus. Und die beiden haben. Warte mal, was ist mein Joker vielleicht? Ah, nein, den brauche ich eigentlich nicht. Und die mach doch. Naja, was wäre nichts verlieren. Das. Da würde ich jetzt auch nicht wissen, man weiß ja schon irgendwie in die Richtung, wie es gegangen ist. So. Zum Verlieren hast du ja nichts. Es sind ja immer nur zwei Folgen, wo deine Fähigkeit einsetzbar ist. Okay, was wäre, wenn... Ja, das ist jetzt einfach so, ihr hättet ihn nicht am Telefon gefragt, sondern wärt direkt hingefahren. Das wäre das, was wäre, wenn. Dann hättet ihr einen anderen Hinweis bekommen. Okay, aber ich kann dann trotzdem weiterraten. Genau, also, klar. Okay, was wäre, wenn wir direkt hingefahren wären? Der Mann ist zwar bereits von der Polizei nach Hause gebracht worden, aber ein Kollege verrät euch, was der Mann als letztes gesagt hat. Die Idee war doch eigentlich nicht schlecht. Das Ende hätte nur anders sein müssen. Ah, okay, gut. Das hat es nur unterstrichen, dass die beiden ausbrechen wollten und dann, dass da halt irgendwas da misslungen ist. Haben sich die beiden versteckt? Ja. Haben sich die beiden im Müll versteckt? Ja. Gut, dann, ich weiß nicht, es ist jetzt schon zu früh zu lesen. Dann gehe ich davon aus, dass der Müllwagen dann den Müll, wo die drin waren, mitgenommen haben. Der Müllwagen ist zur Mülldeponie und da drin ist halt eine fette Müllpresse. Und die haben mal ordentlich da die Müllpresse ein bisschen Müll zerkleinert und hat es auf dem Müllplatz dann den Müll entladen und deswegen liegen die da. Das ist es. Yay! Das ist immer geil. Ich war nur einmal dran. Ja, jeder war nur einmal, glaube ich. Ne? Um aus dem Staatsgefängnis von Kentucky zu entfliehen, versteckten sich zwei einfallsreiche Sträflinge in einem zur Entleerung bereitgestellten Abfallcontainer. Ihr Plan ging auf. Sie entwichen in die Freiheit. Ihre Begegnung mit der Müllpresse des Entsorgungsfahrzeugs überlebten sie tragischerweise nicht. Also doch im Fahrzeug sogar, die Entsorgungspresse schon. Ja, aber auf einer Mülldeponie. Das hat bei dir so angehört, wie. Deswegen hatte ich auch gezögert. So, bei dir hat es angehört, sie sind im Knast noch gestorben. Aber ihr wusstet Ich meinte in dem Müllwagen. Die werden da ja gleich schon so wirklich gepresst. Ihr wart schon echt gut dabei. Also, das aber auch. Ich finde, bei dem Fall verrät der Titel viel. Ja, das stimmt. Der fatale Freiheitsdrang. Ja, also, das ist so stimmt. Dieses. Nach Ausbruch, ja. Und warum sind sie jetzt dann dort? So, ja, stimmt. Wichtig fand ich aber auch den ersten, den wir bekommen haben. Das passiert ja letzten das war auch Fernsehen. Das Richtige. Genau, ja. Das war auch. Ihr werdet sonst, also mit den anderen Hinweisen, die ihr bekommen hättet, werdet ihr einmal darauf bekommen, dass das knastig sind. Also die Kleidung ist kaum zu erkennen, aber euch fällt auf, dass die beide circa dasselbe getragen haben müssen. Der indirekte Hinweis wäre gewesen, es handelt sich eher um ein unglückliches Versehen. Und dann wäre andere zusätzliche Hinweis, wenn noch um an so einem Ort zu landen, muss man wohl wirklich jede Chance ergreifen, das wäre der andere Hinweis, um auf Gefängnis zu kommen. Ja, cool. Okay. Ja, aber das war nice. Kurze Runde, würde ich mal sagen. Es gibt bei diesen ganzen Mordfällen, muss man auch sagen, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Kategorien an Schwierigkeitsgraden. Und es ist schwer einzuschätzen, wenn wir es noch nie gespielt haben. Ja. Wo man sich einpendelt, was irgendwie möglich ist, so ungefähr. Ich denke aber, dadurch, dass wir das System mit den Charakteren und den Fähigkeiten haben, können wir die schwereren nehmen, weil hilft uns ja. Das erste war ja krass, also die tragische. Das erste war schon schwerer. Das hatte eine Schwierigkeit 6 von 10.
Oh, und das jetzt? Oh, der hätte zwei. Von zwei von zehn. Ah, okay, gut. Aber gut, aber man merkt schon eindeutig. Also ich wollte da so eine Mischung mal nehmen. Den ersten habe ich jetzt mal so mit sechs, weil ich jetzt nicht einschätzen konnte. Ja, merkt dauert man aber jetzt auch länger. Direkt. Und dann total, das andere war jetzt schon ein bisschen einfacher. Ich sehe noch nicht viel Text auf der Karte, so ungefähr, dass das ein bisschen einfacher ist. Oh, nice. Und es gibt aber auch noch ganz schwer und da sind die Fähigkeiten sehr witzig. Also Leute, jetzt habt ihr zwar eine kürzere Folge bekommen, aber das hilft mir natürlich nur oder uns, das Projekt in Zukunft jetzt, also für die nächsten Folgen besser zu planen, weil man einfach schwerere Fälle nehmen kann, weil es mit den Fähigkeiten einfach so gut funktioniert. Und ja, Kapuze und Grants hat gut vorgelegt, muss man sagen. Also er hatte ja schon, er war ja schon fast dran. Haben das hier auf jeden Fall sehr gut gelöst. Schaut bei den anderen Kanälen vorbei. Alle sind in der Videobeschreibung. Kapuze, Krabs, Grants und Shigo. Wir sehen uns beim nächsten Fall wieder und dann wird's nicht mehr so einfach. Oh, hat Spaß gemacht. Mach's gut, Leute. Tschüss. Ciao.